Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Harry Potter. Es hat sich seit dem letzten Mal nichts an meiner Situation geändert, dass ich heute wieder keine Zeit habe aufzunehmen und ich quasi wieder jetzt nur 20 Minuten aufnehme, damit die Folge heute nicht ausfällt. Es ist... bei Harry Potter ist einfach der Wurm drin. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, weil wie gesagt, dieses Spiel ist echt super. Aber irgendwie... Ich weiß es doch auch nicht. So. Die tragen die Pride-Bücher durch die Gegend. Ja, fliegender... Nein, nicht fliegender Holländer. Fliegender Holländer ist falsch. Kopflose Nick. Sagen Sie mir, wohin es geht. Hier nochmal. Müssen wir wieder ins Gemeinschaftszentrum? Nein, wir müssen zu Dumbledore. Stimmt, wir haben die Erinnerung von dem Typ, wo ich den Namen immer vergesse. Wie heißt er denn jetzt? Ich weiß es nicht. So. Dann hoppala. Einmal eine Strippe ziehen. Ich nehme. Ja, gut. Ich habe auch mein. Oh. Ich hatte vorhin mein OBS gemutet aus Versehen, weil ich den falschen Knopf gedrückt hatte. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass es immer noch gemutet ist, meine ganze Armut wieder weg ist. Wäre aber nicht zum ersten Mal passiert. Ich bin Profi. Slughorn! So heißt er. Entschuldigung. Ich bin bei der Szene im Kino damals so erschrocken, dass ich fast geschrien hätte. Das kam so unerwartet, diese Kackhand aus dem Wasser. Das hat mich fertig gemacht. Aber ein super guter Film. Also der sechste Teil ist echt ein guter Film. So. Wieder die Perspektive so toppy. Moment. Ich bin übrigens erst vor kurzem aufgestanden, deswegen macht meine Stimme noch nicht mit. Also nicht wundern, wenn ich mich das öfters so räuspere. So, wo ist denn das Licht? Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Okay, das Licht macht nichts. Ah, lol. Oh mein Gott, da ist rot. Wir formen eine Taschenlampe. Warum ist sie so weggeflogen? Ich würde mich schon gerade in eine Tröte. Wo muss sie denn hin? Tröte? Tröte? Hallo? Tröte? Hä? Okay, warte mal. Sieht so aus, als müsste sie hier hin, aber sie geht hier nicht hin. Geht nicht. Das da oben schaut aus wie ein Pfeiler oder... Das sind einfach nur so blöde Stalaktiten. Was ist das denn?
Warum? Hä? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Muss das hier drauf oder so? Oh nee, ich kann das ja gar nicht. Ich heb das ja hoch, damit es eben hier dran kommt. Ja, weiter geht's nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Ich bin wahrscheinlich einen Millimeter zu... Entschuldigung. Einen Millimeter weit zu irgendwo und deswegen triggert er es mir nicht an. Und das nervt mich gerade. Ich meine, warum nicht? Versuch's mal mit dir, Harry. Ich verstehe es halt nicht. Ich kann halt auch die Spinne und nix. Ich muss ja das mit hier machen. Also ich kann da noch was rauspöbeln, aber nö. Hä? Toll. Ich bin im Wasser. Und komme nicht mehr raus. Mann. Machen wir es halt so rum. Das sind die Sachen, die da weggeflogen sind. Dafür muss ich, glaube ich, schwarze Magie beherrschen. Entschuldigt meine Stimme. Jetzt bin ich wieder ins Wasser. Was das macht, auch noch keine Ahnung. Entschuldigung. Ich bin schon wieder ins Wasser. Es ist doch zum Kotzen. Scheiße. Nein. Nein. Och, jetzt sind beide im Wasser. Nicht dein Ernst. Wie kann man denn so stupid sein bei dem Spiel? Komm jetzt! Die Folge besteht heute daraus, dass ich ins Wasser falle. Ey, das gibt's ja nicht. Sann, jetzt kleist du das doch bitte da dran. Was ist denn jetzt dein Problem? Ich verstehe es halt nicht. Weil ich kann auch nichts anderes antriggern, außer... Das hier. Da oben habe ich noch was. Toll, aber jetzt habe ich Stats. Wow. Ich verstehe es nicht. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich da gerade tun soll. Es tut mir schrecklich leid. Und ja, ich gucke gerade nach. Bis 7. Das ist wahrscheinlich total simpel, aber ich komme nicht drauf. So, Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Ein altes Versteck und so. Nein, Gegenstand ist damit sogar da.
Harry muss dann wieder einen Schrank zu sich nehmen. Harry muss dann wieder auch wirklich alles sehen. Wir auch nicht. Das ist aber allerdings nicht die Lösung. Das ist einfach nur... Ich habe Werbung, Entschuldigung. Kapitel 1, nee, wir sind schon relativ am Schluss. Das ist das falsche Spiel. Entschuldigung. Ich weiß es halt wirklich nicht. Entschuldigung. Allergiezeit geht wieder los. Entschuldigung. Sollte vielleicht auch Lego Harry Potter hinschreiben, ne? Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's hoffentlich gleich wieder. Holla, die Waldfee. Okay, Moment. Oh, wow. Ich bin einfach nur stupid. Das ist in Ordnung. Ja, für diesen Effekt habt ihr jetzt so lange gewartet. Der andere ist immer noch im Wasser. So, jetzt kann ich hier hoch. Und jetzt muss ich mich eventuell schnäuzen. Weil ich eventuell 30 Mal genießt habe. Es tut mir schrecklich leid. So. Schnell Durchlauf im Niesen. Harry, du darfst das alles mal hier kaputt machen. Oh, scheiße. Das hier alles. Musst du, glaube ich, eh, sonst kommst du gar nicht durch. Habe ich jetzt gar nicht geschnallt. Warum habe ich eigentlich dich noch ausgewählt? Dich wollte ich gar nicht. Aber hier mal aufsammeln. Und dann kommen wir zum Licht. Genau. Und dann muss ich mir Dinge merken. Rot, grün, gelb, blau. Rot, grün, gelb, blau. Und jetzt haben wir hier eine Brücke. Eine Treppe. Ach so. Natürlich. Nein, hierhin bitte. Was? Oh mein Gott, mach's nicht zu schnell, bitte. Bitte. Dankeschön. Ich wäre jetzt fast überfordert gewesen mit der Geschwindigkeit. So. Das sieht irgendwie voll eklig aus. Was will ein Schlauch fressen? Das ist Tom Riddle, man traut ihm ungefähr alles zu, ne? So rum. Oh
lass mich durch. Oh, ja, bieg dich durch. Unbedingt. Oh! Ist auch gar nicht gruselig hier. Nein, nein. So weit ist es jetzt schon gekommen. Ich habe Angst vor einem Lego Harry Potter Spiel. Lol, 1 von 5. Ich dachte jetzt, es wäre relevant. Storytechnisch. Kommt so ein Pönöbel aus der Wand. 2 von 5. Ich hoffe, ich habe noch keinen übersehen. Doch, Schlange. Ach so, ja klar. Oh. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr hüpfen? Hä? Ich bin doch die ganze Zeit auf J gehüpft. Ach Gott. Von 5. Da muss irgendwas Rotes und etc. hin. Ich muss Harry da kurz aus dem Wasser holen. Was nicht geht. Ja, weil ich nicht mehr hüpfen kann. Ah, ist halt total bescheuert. Ah, jetzt hat. Sehr gut. Er ist von alleine rausgekommen. Grün, rot, gelb, blau. Scheiße. Grün, rot, gelb. Blau. Grün, rot, gelb, blau. Huch. Ich habe einen Besen. So, genau, die vier. Also die vier. Wir sagen, machen jetzt Simon Says. Gelb, grün. Blau, rot, gelb. Blau, rot, gelb. Grün, gelb, rot, blau. Okay. Lass mich da mal kurz durch. Grün, gelb, rot, blau. Lol. Ich liebe den Harry Potter Humor. Den Lego Harry Potter Humor. Okay, wir hatten hier aber noch was. Dumbledore. Bist du stark? Nein, du bist auch nicht stark. Okay. Du bist halt auch nicht stark. Dann können wir das noch nicht machen. Aber dann fahren wir mal Bötchen. Ja, vor denen habe ich mich so erschrocken. Und das sieht aus wie eine Arena, wo wir gleich kämpfen müssen. Ich habe die Befürchtung. Kann ich jetzt wieder... Ach so, lol. Wisst ihr, warum ich nicht hüpfen kann? Oh, ich bin ein Depp. Weil ich den Zauber ausgerüstet habe. So, was haben wir hier alles? Ich muss schwarze Magie beherrschen. Okay. Da unten ist was aufgegangen. Möchtest du dich bewegen? Dankeschön. Achso, klar. Ja. Ja, genau, das sind die Hände, vor denen ich mich so erschrocken habe. Oh, da ist noch ein blauer. Ja, ich habe den gelben gesehen, aber... Der ist mir gerade sowas von Latte. Ich krieg den blauen da nicht da jetzt. Echt jetzt? Verarschst du mich? Okay, dann gehen wir da drauf. Geht das da drüben runter? Da haben wir jetzt das Sauerstoff. Oh nein, lass mich bitte nicht tauchen. Oh nö. Das war im vierten Teil schon kacke. Hm?
Ah ne, das gehört auch noch da drauf. Okay, wusste ich nicht. Ach so, ja, er muss ja den Trank trinken, ne? Wie mache ich das denn? Hallo? Vielleicht konntet ihr auch nicht angreifen. Okay. Achso, ja, vielleicht ist das auch der falsche Zauber. Zwei fehlen uns noch. Ja, natürlich. Es wäre smart gewesen, hätte ich den richtigen Zauber ausgerüstet. Aber habe ich halt nicht, ne? Jo, und da sind wir wieder. Herr Dumbledore. Zweimal müssen sie doch trinken. Uiuiui. Oh. Entschuldigung. Bin ich eventuell ins Feuer gelaufen? Oh, Entschuldigung. Bin ich eventuell ins Feuer gelaufen? Ich glaube, wir müssen nur einmal kurz. Achso, ja, jetzt würde die Stats vielleicht auch einsammeln, ne? Ich glaube, wir müssen einmal kurz gegen sie kämpfen. Ich brauche kurz mein Haar. Aua. Aua. Sind sie weg? Echt jetzt? Okay, vielleicht müssen wir nicht einfach nur kurz gegen die kämpfen, weil die Folge ist schon sehr lange. Deswegen. Aber ich will das Kapitel. Ich mache das Kapitel noch Ende. Moment. Doch, doch, das mache ich jetzt noch. Aua, aua, aua. Ja, ist doch gut jetzt. Entschuldigung. Das muss jetzt wohin? Warum, was ist das?
Hier. Ich brauche nochmal mein Wasser. Ginny, bist du eigentlich auch zu irgendwas gut? Anscheinend nicht. Also, als würdest du was tun, anstatt einfach nur doof rumzustehen. Aber warum tue ich das denn? Ach, ich muss da runter, oder wie? Oh, Entschuldigung. Ich habe nicht dezent das gemacht. Ah, das tötet die auch. Okay. Wasser tötet die. Och, nö. Okay. Aua. Ich bräuchte Haar. Okay, jetzt bräuchte ich... So, was brauche ich jetzt? Ja, Entschuldigung. J! J, 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 J. Ich brauche... Scheiße. Ah! Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Nochmal meine Schutzbarriere und H. Dann meine Barriere. Und hier nochmal H. Das Level noch abgeschlossen. Ein freies Spiel freigeschalten. Heute ist einfach die Folge ein bisschen länger. Das macht ja nichts. Habt ihr euch verdient, dass die vorgestrige Folge zu kurz war? Wir schauen uns aber noch kurz den. Ich glaube, wir sind dann eh fertig mit dem 6. Teil. Ja, Geschichte beenden. Wir beenden Geschichte noch zusammen. Oh mein Gott. Achso, so. Da hatten wir Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7. Das 6. Jahr fertig. Wow. Okay, wir haben das 6. Jahr fertig. Das heißt, uns fehlt nur noch das 7. Jahr. Und wir müssen im 7. Jahr nur noch die Horcruxe finden. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass es in den anderen Spielen danach ein Ding gab, eine Credit.
Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die überspringe. Kann ich die überspringen? Ja, kann ich überspringen. Und wir die uns ganz zum Schluss dann angucken, wenn das Spiel vorbei ist. Okay. Gut. Zack. TT Games. So, und da sind wir wieder. Also das sind, was heißt, da sind wir wieder in der Winkelgasse. Und ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann übermorgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.